Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourierreihen. Wir sind mal eben ganz kurz zurück in die Datei für Kapitel 4 gesprungen, denn ich möchte gerne nochmal ein Wort verlieren zu dieser geometrischen Bedeutung der Faltung. Weil das ist mir irgendwie aufgefallen, als wir letztes Mal über die Abschneidefunktionen gesprochen haben und uns quasi dann vorgestellt haben, wie diese Rho Epsilon mit der 1-Funktion gefaltet werden, das heißt, wie Anteile von Integralen gemittelt werden. Dass man da vielleicht doch mal einmal kurz ein etwas elementareres Beispiel machen sollte. Ich schiebe das jetzt hier ein als Bemerkung 4.11. Das ist halt ganz convenient, da brauche ich nämlich keine Benennung ändern. Aber im Wesentlichen geht es halt hier einmal um die Geometrie der Faltung. Und was wir uns angucken wollen, ist so ein absolutes Standardbeispiel, wo man aber sehr schön geometrisch nachvollziehen kann, was passiert. Und zwar wollen wir uns angucken, die Funktion f von t. Da muss ich nur kurz gucken, auf welchem Intervall die lebt. Minus 1 bis 1. Ne, minus ein halb bis ein halb. Also wir gucken uns das so an. Ja, eigentlich können wir die, ja, sagen wir mal von R nach R. Dann sparen wir uns hier irgendwelche Fortsetzungsargumente und wir gucken uns an, f von t soll sein 1, falls t aus minus ein halb bis ein halb. Und 0 sonst. Das heißt, das ist nichts anderes als ein Indikator auf minus 1,5 bis 1,5 von t. Ne? Gut. So, wir versuchen das jetzt hier natürlich geometrisch zu erläutern, aber gleichzeitig auch so ein bisschen zu verstehen, was da passiert. Das heißt, das Ding wird irgendwie so aussehen. Wir haben hier irgendwo die minus 1, dann ist hier minus 1,5. Dann ist hier irgendwo die 1 und hier ist irgendwo die minus die 1,5. Und dann sieht die Funktion f also so aus. Die geht bei minus 1,5 hoch auf 1. Das heißt, hier wird die 1 sein. Und bei 1,5 ist ja auch noch 1. Dazwischen ist sie halt konstant. Und hier springt sie dann runter. So. Und was wir uns jetzt anschauen wollen, ist, was passiert, wenn ich f mit sich selbst falte? Ja, zunächst mal rein formelmäßig, was passiert da? Naja, man muss sich ein Integral hinstellen, nämlich f gefaltet f von t ist, und jetzt müssen wir halt mal einmal kurz bedenken, es ist halt jetzt gerade die Gesamtraumfaltung, ne? Das heißt, wir hauen jetzt hier quasi einfach das Integral über ganz R hin, was aber hier nicht problematisch ist, weil das sind die L1-Funktionen. Und dann packen wir hier einfach das hin, was wir kennen, nämlich g von t minus s, das ist jetzt in dem Fall einfach f von t minus s mal f von s ds. So, dieses Integral muss man ausrechnen. So, und was man jetzt natürlich sofort sehen kann, selbst wenn man jetzt nicht irgendwie geometrisch damit rumhantiert, das wird in sehr vielen Fällen wird das 0 sein. Nämlich immer dann, wenn ich durch diesen Shift von s oder durch s selber aus diesem Intervall minus ein halb, ein halb rausgehe, weil dann trägt einfach einer der beiden Faktoren nichts mehr zum Ergebnis bei. Wann passiert das? Naja, wenn ich bei minus ein halb bin, kann ich nur um ein halb verschieben, dann bin ich raus. Wenn ich bei 1,5 bin, kann ich auch nur um 1,5 verschieben, dann bin ich raus. Mit dieser Verschiebung f von t minus s, das heißt, bin ich raus, dann bin ich bei 0. Ne? Das heißt, letzten Endes ist das hier nur interessant zwischen minus 1 und 1. Danach ist die Faltung auf jeden Fall 0. So, das können wir uns hier erstmal analytisch hinstellen. Jetzt können wir uns das allerdings auch, wie gesagt, ein bisschen geometrischer vorstellen. Ich versuche das hier mal so ein bisschen anzudeuten. Ich weiß nur nicht, wie gut das gehen wird. Also wir haben hier irgendwie diese Funktion hier. Und was wir jetzt uns vorstellen wollen, ist, wir schieben die entlang der t-Achse. Oh Mann, Moment, ich muss mal, das mache ich lieber mit der Maus. So, und wenn wir das machen, dann gucken wir uns quasi an, ich zeichne hier jetzt mal die Linien ein, wie viel Anteil hat die grüne Fläche an dem Integral von minus 1,5 bis 1,5 von
Hier, also wie viel an der Fläche Anteil? Und dann sehen wir sofort, das ist dann auch geometrisch 0, bis wir hier an den Punkt kommen. Was haben wir hier an der Stelle gemacht? Naja, wir haben genau diese Box genommen und um eine Einheit verschoben. Deswegen sind wir hier bei der minus 1. Und was jetzt passiert ist, wir müssen jetzt, also dieses Integral auszuwerten, ist jetzt nicht so besonders schwierig, ne? Aber ich möchte jetzt hier nur auf die Geometrie hingehen. Was wir jetzt machen, ist, wir schieben diese Box weiter und gucken, wie sich der Anteil hier erhöht. Und wir sehen relativ zackig, naja gut, wenn wir hier weiter schieben, dann entstehen hier ja Rechtecksflächen. Und zwar so viel, wir schieben mal 1. Das heißt, da geht einfach eine Gerade hoch. Und diese Gerade ist hier steigend. Jetzt decken wir die Hälfte ab. Das heißt, hier hat die Faltung dann den Wert 1,5. Und hier sind wir bei 1. So, jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, an der Stelle hier. Was ist das S? Na, das S ist gerade 0. Wir haben einfach f von t. Ne? Weil die ja gerade nicht verschoben ist. Das heißt, hier sind wir dann sozusagen in der Faltung bei t gleich 0 und haben einen Anteil von 1. Das heißt, Faltung geht auf jeden Fall hier durch. Und jetzt haben wir aber gerade gesehen, okay, wenn ich das weiter reinschiebe, dann kommen Rechtecke dazu. Das heißt, dazwischen wird ein linearer Zusammenhang sein, also ein affin linearer in dem Fall. Und jetzt gucken wir uns an, was passiert jetzt. Wir haben die volle Fläche erwischt und jetzt schieben wir weiter und dann wird die Fläche wieder kleiner. Na, weil jetzt nämlich ja nur noch hier der Teil in der Überschneidung ist. Und das geht jetzt weiter, 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 weiter. Hier haben wir um eine halbe Einheit verschoben und dann sehen wir wieder, wir sind nur noch bei der Hälfte der Fläche. Das heißt, bei einer halben Einheit Verschub kommen wir dann bei der Hälfte raus. Das heißt, wir wissen auch, das war hier das gleiche Argument, bei 1,5 sind wir wieder bei der Hälfte der Fläche, was in dem Fall 1 ist, weil wir ja mit einem normierten Quadrat arbeiten. Und jetzt schieben wir das weiter raus und sehen, okay, die Fläche wird kleiner, 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 kleiner. Und jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo wir das Ganze so weit verschoben haben, dass keins der Integral, also keiner der Faktoren mehr was zu dem Integral beitragen kann, weil wir sehen einfach diese Überschneidung, die hier passiert, die ist einfach nicht mehr da. Da ist keine Fläche drin. Und wir sehen, wir haben exakt um eine Einheit verschoben. Das heißt, bei der 1, das heißt, wir sind jetzt bei s gleich 1, da sind wir wieder auf 0. Und danach ist es 0, davor ist es 0. Das haben wir uns vorher schon überlegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier weiterschiebe, 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 wird ja nie wieder eine Schnittmenge zustande kommen. Das heißt, es ist danach immer 0. Heißt also, dass wir jetzt präzise sagen können, dazwischen hier. Oh Gottchen. Nee. So garantiert nicht. Das war meine Maus. Dass wir hier treffen. Warte, lass mich doch ein bisschen. Warum hast du ein Koordinatensystem im Hintergrund? Ich will ja extra keins. Dass es hier so aussehen muss. Und dass es andererseits hier dann auch linear wieder runter geht. Alter. Wenn ich ein Koordinatensystem brauche, sag ich dir Bescheid. Bis dahin hätte ich gerne halt Kontrolle drüber. So, das heißt, so, wenn wir jetzt mal hier wieder diese Box ausblenden, so sieht dann die Faltung aus. Wenn wir das jetzt wieder nochmal übertragen auf unser Beispiel hier mit den Abschneidefunktionen, dann ist das das, was ich hier unten gemeint habe. Wir haben hier die 1-Funktion auf AB, also den Indikator auf AB. Das ist im Prinzip die gleiche Funktion, die wir jetzt gerade mal genauer betrachtet haben. Und dann haben wir dieses Rho Epsilon, was wir da drüber schieben. Und was wir messen, ist, wie viel von diesem Integral unter dem Rho Epsilon schneidet sich denn mit dem Integral oder der Fläche unter der 1-Funktion? Das heißt, wie wird das darunter gefaltet? Und dann sehen wir, wenn wir hier zwischen minus Epsilon und Epsilon dann reinschieben, wird immer mehr von dieser Fläche getroffen, bis irgendwann wir bei 1 sind. Und dann geht es weiter.
Und je weiter es dann nach hier geschoben wird, desto weniger Fläche erwischen wir wieder. Das heißt, es geht runter, bis es irgendwann komplett rausgeschoben wird, weil das Ding ja kompakten Träger hat. Auf der anderen Seite genauso. Vorher ist es bei 0. Und wenn wir es aber so weit verschoben haben, dass wir mit dem rechten Rand des Trägers sozusagen hier auf diese gestrichelte Linie kommen, dann fängt es an hochzugehen, bis es dann irgendwann komplett getroffen wird. Wie gesagt, wir werden uns jetzt diese Eigenschaften halt noch genauer angucken und auch genauer zu Gemüte führen. Aber das ist halt der springende Punkt dahinter. Genau. Ich überlege gerade nur, ob es wirklich eine Faltung mit der 1 ist oder eine Faltung mit einer Konstanten. Wir schreiben hier Sicherheit. Also, was mich gerade schutzig gemacht hat, ist halt Folgendes. Wenn ich hier den Peak immer höher setze, dann möchte ich ja irgendwann trotzdem den ganzen Peak erwischen. Das heißt, wir schreiben hier mal hin, das ist die Faltung mit einer Konstante mal die 1-Funktion. Also das hier ist quasi das C. So das, und das C ist so gewählt. Also C ist derart gewählt, dass Rho Epsilon kleiner gleich C. Das muss existieren, weil das Integral über das Rho Epsilon zwischen minus 1 und 1, beziehungsweise zwischen Epsilon und minus Epsilon, ist ja gerade gleich 1, werden wir noch sehen. Das heißt, das kann nicht beliebig hoch werden, ja, weil dann wäre es halt nicht mehr integrierbar. Genau. Das wäre also nochmal so der Einschub, den ich einfach machen wollte, damit nochmal diese Geometrie der Faltung klarer wird. Und ich glaube, hier ist es auch sicherer, da nochmal so ein C hinzuschreiben. Jetzt ist die nächste Frage ja überhaupt, jetzt haben wir hier so ein schönes theoretisches Konstrukt hingeschrieben, C unendlich Abschneidefunktion. Ja, gibt es das denn überhaupt? Na, also ist das jetzt irgendwie was, was wir in unserem Kopf haben, oder können wir da auch tatsächlich mal eine hinschreiben? Wenn wir uns die Frage nach der Existenz stellen, ist das im Wesentlichen zu fragen, ist diese Menge D Schlange hier, ist die leer? Ne? Weil wenn die nicht leer ist, dann kann ich ja 1 da draus nehmen und den Rest der Konstruktion kann ich damit durchführen. Ich kann das mit 1 durch Epsilon skalieren. Ich kann dann das Skalierte integrieren. Dann kriege ich so eine Funktion raus. Ne? Also wenn ich irgendwie zeigen kann, dass dieses D-Schlange nicht leer ist, dann bin ich auf der sicheren Seite, was diese Definition angeht. Und wir wollen uns jetzt ein Beispiel anschauen. Einer Funktion, die genau das erfüllt. Also. Wir setzen Folgendes an. Rho von t soll sein c mal die Exponentialfunktion von 1 durch t Quadrat minus 1, falls der Betrag von t kleiner als 1 ist. Und c größer 0 schreibe ich jetzt mal lapidar dran geeignet gewählt. Also so, dass das Ding hinter normiertes Integral ergibt. Und 0 sonst. So, also geeignet heißt Integral r Rho von t dt ist 1. Dann haben wir eine Beispielfunktion gefunden, die in dem D-Schlange lebt. So, das heißt, c unendlich Abschneidefunktion existieren. Ja, das ist die ganze Memo dieses Beispiels. Und wir wollen uns diese Funktion auch mal eben plotten, weil dann sehen wir, dass das von der Form her ungefähr das ist, was es sein soll. Das Einzige, was ich hier an der Stelle machen möchte, ich möchte auf die Skalierung verzichten. Also wir plotten uns einfach nur die Exponentialfunktion von 1 durch x Quadrat. Minus 1.